Ja, ich würde mal sagen, das war so eben der dritte im Bunde. Der dritte Taikine, der Fürst, wir haben ihn erledigt und hier gibt es wieder jetzt ordentlich Kistenmensch. Oh, schaut's euch an. Zwei kleine, eine große. Totemstab des Weitblicks. Magierzeug. Kannst du nicht halten. Achso, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder Gold, überzogene Rüstung. Das kann ich jetzt alles gar nicht tragen, Mensch. Na, dann plündern wir erstmal weiter. Königliche Kiste. Da-ding. Ja, hier haben wir wieder Gold drin. Ein Ring, der passt noch rein. Der Schild mit Sicherheit nicht. Ja, dann müssen wir mal kurz zurück hier. Ins Tal der Könige. Ja, der Taikine war ja hier noch auf der Flucht. Vergiss nicht, genug Tränke einzukaufen. Der läuft jedoch nirgendwo mehr hin. Wir haben ihn erledigt. Jawohl, das soll's doch jetzt langsam auch ein Ende nehmen, oder? Überall diese Hiobsbotschaften. Oh, das habe ich aus Versehen aufgehoben hier. Grauen Gegenstand. Das brauchen wir jetzt gar nicht mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt hier mal für 11.000 die Obsidian-Beinschienen an. Oh, das fetzt. Das brauche ich gar nicht anschauen. Ja, der Helm, der war ganz nett. Der Wächterhelm. Aber wir haben jetzt Antlitz der Wüstenwinde an. Stark. Richtig, richtig gut. Ich meine, wir haben 107 Leben verloren. Mein Gott, was soll's. Aber wir haben wirklich jetzt auch mal Stufen erforderlich. Ich meine, es ist auch Stufe 17 nur, ne? Die Haube, die wir jetzt aufhaben, wo wir schon Stufe 27 sind. Ne, aber das andere Item war Stufe 8. Von daher schon mal eine absolute Verbesserung. Ich freue mich. Endlich habe ich mal was bekommen, was mir auch steht. Das steht mir nicht hier. Ne. Die Ketten sind wieder mal Müll hier. Die Halsketten. Ja, 10 Int. 85 Energie. Aber wir haben noch einige Ringe jetzt hier. 17 Feuerwiderstand. Zu wenig. 31 Kältewiderstand. Na gut, da haben wir 26 plus Geschicklichkeit. 32 Feuer. Ja, aber mit den Elementarresistenzen sind wir ohnehin jetzt auch schön gleich auf überall. Überall haben wir so um die 30 rum. Das Einzige, was jetzt wirklich fehlt, ist Giftwiderstand. Energie, Energie-Rack brauchen wir auch nicht. Nö. Da würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall noch mal ein paar Tränke mit. Händler, ich kaufe deine Tränke auf. Ja, und wir brauchen natürlich wieder Energietränke, ne? Selbstverfreilich. So, da verabschieden wir uns mal hier vom Kollegen. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Oh, Spektralmagie, das waren wir eben 4 Stück, ne? Und da haben wir auch schon eins fertig. Meine Güte. Nun gut, da müssen wir das auf jeden Fall jetzt hier rüberlegen. Führt leider keinen Weg dran vorbei. Und hier haben wir Anubis Zorn. Anubis Zorn, das haben wir auch zum ersten Mal gefunden, oder? Ja, es scheint so. Sieht dem hier auch so ein bisschen ähnlich, ja, aber das ist Seths Verrat. Nun gut, ja, wo geht's jetzt hin? Wir haben den Taikini ja erledigt. Das ist jetzt nahe Theben, das Portal. Interessant. Achso, naja klar, wir sind ja bei Theben aus dem Tor raus. Aber jetzt müssen wir ja noch einsammeln, Mensch. Den Stab des Weitblicks, schützende Armspirale, überzogene Rüstung des Schülers, Schild der Nadeln und königliche Truhe. Zeig mir, was du hast! Kriegsschwert des Donners. Könnte interessant sein. Essenz von Ujat des Horus, dem Lichtgott. Haben wir gleich zweimal drin. Ja, natürlich wieder ordentlich Gold hier. Das gehört sich so. Und da haben wir wieder die Mütze der Unbeugsamen. Ja, und wir können wieder Beinwege verdrehen. Ach nee, veredeln. Ja, dann haben wir noch veredelten Umhang. Ring der Geschicklichkeit, Umhang der Energie. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist wie so ein Podest, Altar der Ewigkeit. Was ist das hier? Ach ja, das sieht aus wie so ein Tor hier. Erinnert mich wieder an ans Sterntor. Tja, aber hier geht's hoch zum Amun Re. Das ist das Sonnengott-Symbol. Aber was soll ich denn jetzt hier machen?
Was? Portal nach Babylon, tatsächlich. Das ist ein Portal. Ach, na selbstverständlich. Wir haben ja den Stab des Gleichgewichts. Das war ja auch hier mit dem Symbol des Sonnengottes versehen. Hier in den Altar gesteckt. Und das war der Schlüssel, natürlich, davon haben sie da erzählt. Das war der Schlüssel jetzt zum Portal. Ja, dann lasse ich mich mal hier in die Zukunft saugen. Und schauen, was uns dort erwartet. Hinter dem Portal. In Babylon. Tschüss. Achso, da wollte ich mich schon verabschieden. Da kommt hier wieder ein Microsoft Windows Fenster. Möchten Sie das Portal nach Babylon betreten? Hauptaufgabe aktualisiert die Sichel des Kronos. Tja, dann klicke ich mal auf ja. Ja. So. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich rausgekommen in den Garten von Babylon. Und hier haben wir schon unseren ersten Quester. Ach ja. Der erste Auftraggeber wartet hier schon auf uns. Sakir, Orden des Prometheus. Ich bin durch das Portal gewandert. Ich komme aus Ägypten. Was gibt es hier in den Gärten zu erledigen? Bei Inanna. Ich hatte gedacht, diese Portale seien ein Mythos. Wie hast du es benutzen können? Ach, das ist jetzt auch egal. Du sagst, dass Imhotep dich schickt? Es ist gut zu hören, dass der Orden noch immer im Land der Pharaonen kämpft. Ich hoffe nur, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Telkine erzwingt sich den Weg in die heilige Kammer im Tempel des Marduk. Er wurde vom Orden des Prometheus bewacht, aber alle sind in der Schlacht gefallen. Beeil dich, Krieger. Du musst ihn aufhalten, bevor er in die versiegelte Kammer einbrechen kann. Nun gut. Hauptaufgabe aktualisiert. Die Sichel des Kronos. Das haben wir schon erfahren, dass jetzt hier die Sichel in Gefahr ist, mit der es den Titanen ermöglicht werden kann, Götter zu töten. Tja, und Sakir, die Portale sind natürlich kein Mythos. Ich hatte natürlich einen Schlüssel dafür. Ne? Ja, das ist auch so eine Eigenschaft der Menschen. Ne? Kaum verstehen sie was nicht, da wird es schon ein Mythos. Ja, ich werde erstmal hier beim Händler guten Tag sagen, beim Azizi. Azizi, was hast du anzuziehen? Bitte komm herein. Herein? Ja, meint der hier sein kleines Zelt oder was? Wir werden erstmal Schrott verkaufen. Hier angekommen, im neuen Gebiet in Babylon. Das ganze Markerzeug, das schauen wir uns gar nicht an. Schilder auch nicht, Brustpanzer. Kannst du vergessen. Tja, und das ist jetzt hier des Donners Kriegsschwert, was wir noch gefunden haben, ne? Gucken wir mal. Ja, der Bestienreißer, der ist mal eben 30.000 wert. Tja, und das Kriegsschwert des Donners soll angeblich mehr wert sein wie die Verräterklinge. Ne, das glaube ich jetzt nicht. Was sagt der Schaden? 110 auf 106. Ja, so viel mal zu diesem Kriegsschwert. Verkaufe. Ja, hier haben wir jetzt das Auge des Horus zweimal noch gefunden. Ich hoffe, der Lichtgott wird an unserer Seite kämpfen und uns ein Licht sein. In jeder dunklen Kammer. 13 Geschicklichkeit Ring brauchen wir nicht. Was hat der jetzt hier für Tränke? Oh ja, der hat gute Tränke. Aber da müssen wir erstmal. Die kosten jetzt 800. Besserer Gesundheitstrank. Gut. Aber da müssen wir erstmal unsere billigen jetzt hier noch aufbrauchen, würde ich sagen. Ja, natürlich. Das wäre eine Verschwendung. Ich gehe mal kurz raus hier. Viel Glück. Und leg mal hier den Horus zusammen. So machen wir das. Guten Tag. Und dann schaue ich mich auf jeden Fall mal hier zum ersten Mal um. Hat ja versprochen, dass ich mal so bei den Waffen schaue. Da kannst du natürlich jetzt nicht vom Wert ausgehen, weil natürlich der Händler, Gott, oh Gott, Wucherpreise hat. Da bezahlst du hier 50.000 für eine Axt, die weniger Schaden macht wie deine, wo er dir 30.000 gibt. Oder in dem Fall auch nur 5.000, weil unsere Verräterklinge ist schon noch ziemlich stark. Ja, es sind sogar noch gewöhnliche Gegenstände dabei, Mensch. Nee, also die Waffen können mich jetzt hier nicht überzeugen. Hier fehlt uns ein bisschen Stärke für den Hammer. Tja. Angriffsgeschwindigkeit 8%. Lebenskraftschaden. Hört sich auch interessant an hier, das Kriegsschwert. Der Geschwindigkeit.
wie viel kostet das? 80.000, ey. Ach, was haben wir denn hier? Das kostet mal eben 500.000. Mörderisches Hackenschwert des Verzehrers. 21% Schaden, 16% Lebensentzug, 5% Wahrscheinlichkeit für 23% Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. 7 Lebenskraftschaden, 8% Angriffsschaden in Leben gewandelt. Und was haben wir noch? Angriffsqualität. Das müsste man sich ja fast holen hier, oder? Und das dann an die Seite neben den Bestienreißer legen. Aber es kostet mal eben so 448.000, ne? Ich meine, könnten wir uns leisten. Wir haben ja hier 3 Millionen zusammen. Wir können es ja wieder zurückgeben. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und legt das jetzt mal hier an. Schaut mal, was die SPS macht. 110. Es steigt eben mal so auf 127. Was eigentlich mit unserem alten Schwert, was uns einen Gesundheitsreck kostet. Ja, das brachte enorm Stärke, ne? Plus 9% auf Stärke. Ach Gott, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich tun soll. Ich leg's wieder zurück, das ist ja doch sehr, sehr toll. Wiedersehen. Gucken wir mal, wie wir vorwärts kommen. Ach, ich sollte meine Waffe wieder anlegen. Jawohl. Ach, und überhaupt mal das Portal, ne? Aktivieren. Hier haben wir noch einen Brunnen. Sehr gut. Ach Gott. Hier haben wir die Prometaner, die wissen nach vorne stürmen. Was ist hier los? Oh nein, das sind wieder die Myrmidons. Diesmal heißen sie Gezeiten, ich Tiere. Nix, Wind. Ja, da hacken wir uns eben mal durch hier. Ah, Shami. Und da fällt der Letzte. Ne, das ging eigentlich. Ach, was ist denn jetzt los? Knaller der Ich-Tier. Du wirst jetzt hier echt quasi. Das ist eine Keule. Was macht die Keule? 122 Damage. Plus auf Geschicklichkeit. Was hat sie noch so? 10% Wahrscheinlichkeit für 27 entzogene Energie. Lähmung für 2 Sekunden und Geschicklichkeit. Tja. Ich weiß ja nicht. Aber sie hat halt 2 Sekunden Lähmung drauf, ne? So schlecht ist die Keule frei auch nicht. Ich probier's mal aus. Ich leg mal hier unsere Verräterklingen ab. Ich meine, die sind auch Stufe 7, ne? Das muss man sich auch mal überlegen. Gesundheitstrank? Dann gucken wir mal, was die Keulen hier ausrichten können. Ja, damals halt wieder hier die Myrmidons. Ach ja, die fallen ja direkt. Ja! 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 Ach ja, also das passt jetzt hier. Wir machen ordentlich Damage. Und da hauen wir jetzt hier mal die Myrmidons weg. Das sind jetzt auch wieder verschiedene. Das sind Myrmidon. Das ist ein Piskischer Krieger. Um Gottes Willen. Oh, die machen auch gute Schaden hier. Ah. Die Gezeiten. Ich Tier. Ja, die haben jetzt auch in der Angriffsgeschwindigkeit uns enorm verlangsamt. Ja. Das heißt, schnell zuschlagen. Dann nehmen wir keinen Schaden. Da. Ach, was ist das jetzt hier? Ih, sind das jetzt schon wieder. Was ist das denn, ey? Ja, eine tropische Spinne, ey. Ja. Die halten ja mal gar nichts aus. Jetzt kommen ja schon wieder die Spinnen. Ich dachte, es hab Schinder mir. Swister, ja, damals in Griechenland bin ich auf die zum ersten Mal getroffen. Da hab ich mir noch so gesagt. Ja. Ja. Das muss ja eigentlich nicht sein. So Achtbeiner. Jetzt kommt die hier wieder angekrochen. Kriegswind! Ja, das waren wir eben so 400 Grit. 450 um besser. Genauer gesagt.